Ich bin voll scheiße auf das Leder. Kohle ist viel importanter. Importanter. Dann haben wir da oben, glaube ich, noch irgendwas. Nein? Okay. Boah, das ist auch nicht schlecht. Auf der einen Seite geht es übelst hoch und da geht es wieder übelst runter. Ich probiere mal was. Okay, er hat mich noch erwischt, aber es war ein Versuch wert. Okay, und Kohle. Da wäre so eine Efficiency-Scheiße, wäre da übelst cool. Das bringt zwei Kohle Vollgas. So. Okay. Ich glaube, da unten ist es dann eh gleich wieder vorbei. Schauen wir mal noch kurz. Ja. Das war eigentlich klar. Na gut, holen wir uns die Kohle noch und dann gehen wir wieder zurück zu unserem Enchantment Table, bla, geplanten Raum. Oh. Habe ich mein Bett dabei? Nein. Verdammt. Und ich höre schon wieder die ersten Skelette. Aber das macht uns ja nichts aus. Ups. Wir machen es jetzt einfach so. Und tschüss. Wunderbar, hat das hingehauen. Besser als geplant. Dün, dün, dün. Erstmal schlafen. Gute Nacht. Again. So. Erstmal schauen, was da so rumgammelt. Ein Skelett. Noch ein paar Skelette. Die tun mir jetzt zwar nichts. Gib mir, verdammt. Keine Enderperle, du bist ein Arsch. Yay, und wir sind voll. Verdammt! Dann würde ich sagen, weil er schon drauf geschissen ist, machen wir es so. Wow. Okay. Haben wir das auch? Dann dürfte das passen. Brauchen wir noch ein Stack? Oder reicht es erstmal?
Man kann eigentlich nie genug haben. Rein damit. Rein damit. So. Tauschen wir gleich mal aus. Das können wir jetzt endlich zumachen. Das da vorne, das wird zu Erde. Das da wird wiederum so. Der Wasseimer gehört da eigentlich gar nicht hin. Das wird wiederum zu Stein. Das zwar nicht. So. Das da wird auch noch zu Stein, ja. So. Wunderbar. Das wird wiederum zu Erde. Dann können wir eigentlich fluten. Verschönern wir den Scheiß noch ein bisschen. Gut. Wassermarsch. Herr Feuerwehrmann. Und bis wie weit? Bis ganz hinter, oder? Dann kommt hier so ein kleiner Hafensteg hin, dann würde ich sagen. Ein Hafen, genau, den machen wir aus Holz. Dann machen wir einfach so. Auf die Seite. Schon wieder voll. Dreierding dürfte erstmal reichen. Da setzen wir dann Fackeln drauf. Dann machen wir das dabei so. Und so. Zack. Zack. So, 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 und 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 so. Wunderbar. Dun, 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 dun. Dann können wir jetzt ganz bequem da hinten hinfahren. Machen wir dann natürlich dann alles noch schöner und besser und so. Ne, die Dreierhöhe, die ist schon gut. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir nicht noch eine Viererhöhe machen, aber mal schauen. Okay, dann fahren wir erstmal wieder zurück und leeren unser Inventar aus. Und nach oben geht's. Ach, ist es schön, wieder Minecraft zu spielen. Zack, tot. Das wär's jetzt gewesen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Lassen wir mal da. Haben wir da irgendwo... Da haben wir noch Smoothstone. Das lagern wir jetzt mal dabei hier ab. Eisen tun wir dabei mal daher. Gravel. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Dazu, 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 dazu. Knochen. Oh, jetzt haben wir schon ganz schön viele Knochen. Erde lassen wir auch da. So, so. Holz nehmen wir mit. So rum.
Davon brauchen wir gleich noch ein bisschen was. Die komischen gammeligen Steinschwerter tun wir mal da weg. Das machen wir so. Dann brauchen wir erst wieder ein bisschen Eisen. Wieder ein paar Stickies. Die Enderperle hat eigentlich auch nichts verloren. So, so, so. Wir brauchen 1, 2, 3. Wir brauchen 1, 2 Schaufeln. Und das war es eigentlich soweit. Die Kohle können wir stacken. Eisen kommt da rein. Die Enderperle kommt zu den Enderperlen. Gleanstone. Ja, so. Und ein bisschen Erde. Gut, 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 gut. Machen wir uns mal kurz unserem Basilikum. So, Basilikum wurde auch geerntet. Und wie sieht es denn von hier oben aus? Ja, ganz akzeptabel. Flatsch. Das können wir dann vielleicht noch mit einem schönen Pixelart oder irgendwie sowas verzieren. Das wird schon, Leute. Das wird schon. Motorboat. Ich würde hier drinnen ganz gerne was mit Dingsens bauen. Das wird euch jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Dingsens. Ich meine Glowstone Lamps, ja. Aber jetzt müssen wir erst noch ein bisschen hier frei buddeln. Und ich würde eigentlich sagen, wir machen den Holzsteg 2 und gehen dann gleich in den großen Raum über. Gehen wir jetzt einfach noch ein bisschen rein. So, Schluss. Ja. Es soll ja nicht zu dimensional werden. Alles klar. Und schon wieder ein Haufen Kohle. So. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, ich habe echt Dingsstein mitgenommen. Ah, und schon wieder Kohle. Warum muss der Scheiß immer so nah beieinander liegen? Ich wünschte, es wäre mit Diamanten so. Da haben wir noch ein bisschen was, genau. Dann gehen wir jetzt erstmal hier ein bisschen so. Genau. Den Steg machen wir 2. Zack, 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 zack. Und dann würde ich sagen, der Enchantment Table kommt. Ah, cool, man kann sogar schon wieder schlafen. War jetzt eigentlich ungeplant. Ich wollte eigentlich zum Crafting Table und zu dem Scheiß.